Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt, der gerade im Dienste eines reichen Spinners, so würde ich ihn mal nennen, sich befindet. Graf Beledahl, der heute hier Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie lokale Flora und Fauna sich anschauen möchte. Er hat uns eine Karte gegeben, dass wir ihn begleiten und die möchte er irgendwie, ich nenne es mal, fotografieren. So, jetzt müssen wir diese Karte nur noch finden. Das könnte sie sein. Schauen wir uns sie an. Okay. Das ist jetzt gar nicht so einfach zu identifizieren, wobei doch, wir sehen da die Insel, also den See mit der Insel, einen Wald und so ein paar Höhenzüge. Na, mal sehen, vielleicht wird es automatisch übertragen. So, du bist zurück. Mädels könnte ich gar nicht erwarten. Wir warten auf die Morgendämmerung und brechen dann auf. Nein, ernsthaft? Bis zum Morgen sollen wir warten? 18:43. Na gut, dann warten wir bis zum Morgen. Vorher können wir aber deine hier noch was Arbeit machen. Arbeit ist sehr aufreibend, hey, oder? Bist komm doch mal her! So grau? Bitte! Der Weinhändler hat noch einen Auftrag für uns. Und offenbar ist auch hier die Höhle in der Nähe. Na, mal sehen. Deine Arbeit ist ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob! Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde, wie Schweine, schwarz und haarig, spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Klingt nach Kikimoras? Das Wichtigste zuerst. Reden wir über meine Belohnung. Ja, das ist doch ein hübscher kleiner Auftrag, den wir hier erfüllen. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Okay, die Kuschott-Höhle. Also kommen wir jetzt doch da rein. Töte die Monster in der Höhle. Das ist doch eine schöne Beschäftigung, um die Zeit zu überbrücken, bis zum Morgen. Tief im dunklen Wald, geht er jetzt damit rein? Nein. Schläft der Braunbär gerade ein. Er guckt nur, dass wir auch wirklich reingehen. Aber wir sammeln erstmal hier noch ein bisschen Blutmoos. Fackel. Ansonsten müssten wir trankmäßig eigentlich korrekt ausgerüstet sein, würde ich mal behaupten. Oh ja, yeah. Wartet. Das geht ja hier schon gut los. Ja, das sind aber nur Spinnen, oder? Nun gut. Die hat jetzt nicht viel Gegenwehr geleistet. Ich gucke mir das kurz nochmal an. Also keine Kikimore, sondern Arachnomorphe. Die sind wahrscheinlich ganz so schlimm. Insektenöl ist klar. Art und Axi. Ja, na gut. Genau, Insektenöl wollen wir mal nicht vergessen. Insektoidenöl. Dann durchforsten wir mal die Höhle. Da hinten wird's ungemütlich. Das sind mehrere. Uiuiuiui. Die können diese Netze spinnen. Wartet mal, wir werden. Okay, jetzt haben wir eine hier reingelockt. Das ist sehr gut. Okay. Schutz brauchen wir trotzdem. Die anderen kommen nach, aber ich glaube, die Dicke kommen nicht hier rein, ne? Okay, ich glaube, wir brauchen einmal Raffrad. Okay, jetzt kommt die Dicke doch. Scheiße.
Scheiße, ja. Finde ich auch. Nein! Boah. Hm. Ganz schön unangenehm, die Viecher. Ich fürchte, es waren noch nicht mal alle. So. Hm. Aber wer weiß, vielleicht waren es ja auch schon alle. Ne, da ist zumindest noch eins. So, die Frage ist jetzt, wie heilen wir uns am besten? Wir könnten nochmal den Waldkauz nehmen. Würde uns ja auch Heilung bringen. Oder wir nehmen einfach, ja, machen wir das. Wir nehmen einfach mal kurz über Zeit hier die Schwalbe. So, schauen uns erstmal hier oben. Da hinten. Ah, am nächsten Gang lauert noch so ein Viech. Hier ist eine schöne Truhe. Eieiei, diese Spinnenweben. So, was hat er hier? Nichts mehr. In der Kiste ist auch nichts. So, um die Ecke. Da ist noch ein letztes Viech, so wie es aussieht. Das können wir aber, glaube ich, einfach in die Ecke drängen. Das kommt gar nicht zum Zuge. Jawohl. Sehr gut. So, haben wir irgendwas übersehen? Blaues, kleines Mutagen sogar dabei. Ah ja, wir sind hier schon wieder im Eingangsbereich. Perfekt. Ja, das war ja dann ein schneller Auftrag, den wir hier erfüllen konnten. So, ich vermelde. Hey. Die Höhle ist frei. Gibt es was Neues? Sicher. Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Oh, okay. Man kann handeln mit ihm. Wir fragen aber erstmal hier ein bisschen nach. Bist du schon lange im Weinhandel? Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden, aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit und keiner beschwert sich. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Was hat er denn zu handeln? Ich wollte was kaufen. Vielleicht auch was verkaufen. Okay. Das Problem, dass die Händler ja gut und gerne mal ein bisschen verbuggt sind. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Angst jetzt hier, dass ich einen Absturz provoziere. Er hat auch nicht viel Geld, also zum Verkaufen lohnt sich das gar nicht. Ich glaube, wir brauchen hier auch nichts dringend. Ich habe alles, was ich brauchte, habe ich dereinst gekauft. Wir sagen mal auf Wiedersehen. Ich mache mich wieder auf den Weg. Bis dann. So, was für ein schöner Abendhimmel, Sternenhimmel. Hinten tief im Wald, das herzogliche Schloss. Tief im dunklen Wald. Prima. Schläft der Braunbär gerade ein. Ah, die gehen jetzt tatsächlich in die Höhle und richten die ein. Wie cool. So, jetzt ist die Frage, verbringen wir jetzt hier die Nacht? Oder wir könnten auch ins Dorf hier mal schauen? Das ist vielleicht noch eine Sache, die wir, vielleicht ist da ja sogar ein Gasthaus oder so. Ja, gucken wir da mal kurz uns um. Bis zum Morgen sollten wir rechtzeitig wieder hier sein. Das ist kein Problem, denke ich. Plötze hat sich dahin verzogen. Ja, es ist ja noch gar nicht richtig dunkel, ne? Das passt schon. Aha, Weingut Castel Ravello.
Das sieht ja wirklich beeindruckend aus. Da brennt es. Nee, die feiern. Oh mein Gott. Das ist dann doch der richtige Moment hier für unser Auftauchen. Vielleicht können wir uns das Volk mischen, ein bisschen mitfeiern. Ein Gläschen Wein, die Sonne noch so scheinen. Ich tanze mit der meinen. Sie tanzen ums Feuer. Immer schön ein Schluck nach. Ist das eine Taverne hier? Ein Gläschen Wein. Oder ist das tatsächlich das Weingut? Ne, schaut mal, das sieht aus wie das Weingut. Okay, da ist vielleicht irgendwie so ein Erntefest, was auch immer. Das ist also keine öffentliche Veranstaltung, so wie es aussieht. Na, dann frage ich mich, was das da oben für ein Ort ist. Die Sonne noch so scheinen, ich bleib trotzdem mit der. Sieht aus wie eine kleine Burg. Gucken wir mal. Meine Güte. Wo ist denn hier der Eingang? Das ist ja höchst verwirrend. So ein bisschen umschauen. Sehr merkwürdig. Okay, irgendwie bin ich hier komplett von der falschen Seite herangeritten, so wie es aussieht. Hä? Hat das Ding keinen Eingang? Lang lebe Herzogin Anna Henrietta! Oh doch, dort. Okay, das gehört zum Weingut. Wie bin ich denn hier? Geh mir aus den Augen! Ach, da hinten, schaut mal, da ist diese Feier. Ich bin einmal komplett falsch gelaufen. Gut, wir gucken kurz mal auf die Karte, was wir hier rüber erfahren. Okay, also das Ganze gehört alles zum Weingut Castel Ravello. Kennern zufolge können sich nicht einmal die besten Weine Metinas und Albas mit den mittelmäßigen Weinen aus dem Saint-Retour-Tal messen. Unter den zahllosen kleinen und großen örtlichen Weingütern ist Castel Ravello das berühmteste aus gutem Grund. Von seinen Hängen stammen Pomino, Fiorano, Erveluccio und SS, die unangefochtenen Könige unter den Weinen. Bemerkenswert. Dann schauen wir uns das mal an. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Was? Okay. So, eine Dame hier am Brunnen. Oh ja, das ist doch ein bemerkenswerter Luxus hier. Wer sind denn Sie? Was gibt es Neues im Norden? Ach, das sind lange Geschichten. Dazu ist der Abend zu kurz. So, von denen haben wir auch noch nichts weiteres gehört. Dann gucken wir uns mal das Anschlagbrett an. Ja, vielleicht sogar einen Auftrag dabei, wenn ich recht sehe. Achtung, Monster! In der Nähe der Friedhöfe sind Bargästen gesichtet worden. Deshalb ist es ratsam, dass die Arbeiter in den Weinbergen vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gehen. Am besten in Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich von Friedhöfen fernzuhalten. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schlimme Folgen haben, wie beispielsweise mentale Traumata, schwerwiegende Verletzungen und sogar zerrissen und verschlungen zu werden. Das wäre doch schade. Frauen, behaltet eure Männer im Auge. Guter Ratschlag. Oben auf dem Luxfelsen wohnt eine Hexe und sie verdreht den Männern die Köpfe. Sag mal, von der Hexe hatten wir doch schon was gehört. Was ist denn der Luxfelsen? Das ist doch die diesen Trank, den falschen Trank gebraut hat. Ich weiß nicht, was für Hexerei das Flittchen betreibt, aber seit mein Alter bei ihr war, erkenne ich ihn nicht wieder. Ich warne euch vor der Hexe vom Luxfelsen. Vermentino-Wein, leichtes Trinken, das muss sein. Vermentino-Wein,
Leichtes Trinken, das muss sein. Ihr sucht einen vorzüglichen Jahrgang. Wollt die Klarheit des Verstandes aber nicht verlieren? Dann probiert den Wein vom Fermentino-Weingut. Ihr könnt ein ganzes Fass leeren und am Morgen habt ihr keine Kopfschmerzen. Der Grund hierfür ist der hohe Anteil von nahezu 100% Wasser in unserem Wein. Trinkt Fermentino und unterstützt uns dabei, die Nüchternheit unter den Bürgern Toussaints zu fördern. Nicht schlecht. Achtung! Wie weitläufig bekannt haben die Eigentümer von Coronata jahrelang Wein zum Schleuderpreis verkauft, was zum Bankrott vieler kleiner Weingüter geführt hat. Aber jetzt haben sie dem Fass endgültig den Boden ausgeschlagen. Sie haben unzählige Raupen nach Vermentino gebracht, die dort die Weinreben auffressen. Das werdet ihr noch büßen, ihr Hurensöhne. Wein oder Pisse? Einer meiner Freunde hatte Wein vom Coronata-Weingut getrunken. Danach hatte er einen Tag lang Bauchschmerzen und erbrach sich wie ein Springbrunnen. Da stellt sich natürlich die Frage, sollte auf den Weinflaschen von Coronata Wein oder eher Gift, das dich langsam und qualvoll sterben lässt, stehen? Ein besorgter Freund. Und schließlich, aha, gesuchten Meister, Zauberer. Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und eine Hexe eine ordentliche Abreibung verpassen kann, wenn es darauf ankommt. Du findest mich beim Holzfällen in der Nähe von Fuchstal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbolde halten, warne ich, die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob Holzfäller von Fuchstal. Ah, okay. Könnte vielleicht mit der Hexe zu tun haben. Wir gucken mal, wo das ist. Okay. Das könnte dann unsere übernächste Geschichte hier sein. Das nächste wird auf jeden Fall die Großwildjagd. Gut. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Auf diesem wunderschönen, luxuriösen Anwesen. Hier gibt es noch so einen Nebenbereich. Mit einem Händler. Meine Güte, wie groß und großzügig hier alles ist. Minze, Brennnessel, Schachtelhalm, die Fülle der Natur. Eine Kräuterfrau. Willkommen, Wanderer. Brauchst du vielleicht Kräuter? Johanniskraut gegen Bauchweh oder... Da würde ich doch Weidenrinde oder Iriswurzel vorziehen. Johanniskraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib, du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Oh, und Gwyn spielt sie auch? Nichts für ungut. Kein Problem. Ich sollte mich entschuldigen. Ich habe dich nach deinem Äußeren beurteilt. Sag, woher hast du dein Wissen? Habt ihr einen Kräuterkundler in der Nähe? Nein, das habe ich weit weg gelernt. In Kaer Morhen, im Norden von Kaedwen. Götter, das ist ja am anderen Ende der Welt. Was verschlägt dich nach Toussaint? Mein Beruf. Ich töte Monster. Zeig doch mal, was du hast. So. Auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist alles Standardkram. Aber man weiß ja nie, wir könnten mal kurz hier bei der Alchemie checken, ob sie irgendwas Besonderes dabei hat. Zum Beispiel diese Sachen hier, ne? Blaue Lotusblume, Blume und so, diese Färbegeschichten. Aber hat sie auch nicht. Also diesen ganzen Standardkram, den haben wir zu Genüge. Also, oder hier sowas, ne? Basilikum aus Nazair. Das wäre mal interessant. Gibt's aber nicht. Ich gehe hier trotzdem mal durch. Vielleicht gibt es ja mit ein bisschen Glück noch was. Ja, selbst hier, selbst Kreuzdorn hat sie nicht. Also, da haben wir schon besser ausgestattete gefunden. Ich sehe aber gerade, wir können das überlegene Hybridenöl herstellen. Das sollte ich auf jeden Fall mal machen.
Denn Albedo wäre ja eigentlich kein Problem. Warte mal, das können wir gleich mal erledigen. So, das hätten wir. Und ja, den verbesserten Vollmond nutze ich nicht. Vollmond nutze ich nicht. Die Tränke werde ich nicht mehr herstellen. Die Färbemittel sind irrelevant für uns. Da haben wir auch schon einige. Nö, ansonsten gibt's hier nichts. Ich bin weg. Bis dann. Vielleicht sehen wir sie nochmal wieder. Brennnessel, Schachtelhalm, die Fülle der Natur. Beim Gewindspielen. So, gibt es hier ansonsten noch irgendwas? Das ist echt so ein kleiner Nebenhof. Ach, hier haben wir zumindest einen Ausgang. Sehr schön. Ja, jetzt ist die Frage, wo verbringen wir die Nacht? Ich würde sagen, wir reiten runter zum Lager des Adlers. Alles in Ordnung. Der uns beauftragt hat. Dann können wir gleich am frühen Morgen mit ihm aufbrechen. Die Frage ist, was meint er mit morgen? Und außerdem reiten wir jetzt sehr weit weg. Na, ich glaube, wir können diesen Weg dort nutzen. Ich denke, wir werden uns mal bis so um 4 ausruhen. Das müsste passen. Ah, der Garten auf Corvo Bianco wurde instand gesetzt. Sehr schön. So, da sind wir gleich im Lager. Der Recke der Herzogin. Ha! Dann setzen wir uns hier mit ans Feuer und meditieren bis um 4. Aber natürlich machen wir unser kleines Privatfeuer daneben. Und das Gästezimmer wurde instand gesetzt. Prima. So, bereit? Oder passt das jetzt noch? Oh, du bist zurück. Trefflich. Wir warten auf die Morgendämmerung und brechen dann auf. Es passt noch nicht. Na gut, dann versuchen wir noch mal eine Stunde zu meditieren. So, das muss aber jetzt die Morgendämmerung sein. Oh, du bist zurück. Trefflich. Wir warten auf die Morgendämmerung und brechen dann auf. Also bitte, was soll denn eine Morgendämmerung sein, wenn nicht das? Die Dämmerung ist eigentlich der Moment, an dem die Sonne nicht zu sehen ist und ich sehe sie schon. Also das ist jetzt wirklich eigentlich schon nach der Dämmerung. Gott, jetzt meditiere ich schon hier auf der Straße. Das kann auch zu Unfällen führen. Ich habe die Karte, also gehe ich am besten voran. Okay. So. Wärst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Es ist himmlisch, sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir. Oh, entschuldigt, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Okay, es geht um das Lager der Panther. Dann um ein Lager der 1000 Riesenfüßler. Ah, möglicherweise haben wir die schon besiegt. Ja, weiß nicht genau. Da waren doch Geister zuletzt. Vielleicht haben wir die dann schon besiegt. Okay. Also, das Lager der Panther. Die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift? Dann bleibt uns keine Wahl. Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber solange alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. Okay, bemühen wir uns. Was ist das? Dann schauen wir mal, ob er irgendwie schöne, was auch immer machen kann. Fotos. Oh,
Da ist erstmal ein riesiger Bär. Ist das auch was für ihn? Ich würde sagen, wir können, glaube ich, direkt mal wie Bestienöl auflegen. Und ich hoffe, dass er sich ein bisschen zurückhält. Der Karte nach gibt es in dieser Gegend Panther. Bleib in der Nähe und halt die Augen offen. Nur eine Bitte, Hexer. Vermeide um jeden Preis Blutvergießen. Wie soll das denn bitte gehen? Psst. Ich höre was. Ein Grunzen und Schnaufen. Wie von einem Bären. Oh, ich bin gar nicht scharf drauf, einem Bären gegenüberzustehen. Ziehen wir weiter. Okay. Habe ich jetzt nichts dagegen. Dann gehen wir zum nächsten Gebiet. Da könnten die Panther sein, ja. Und zwar ziemlich viele, oh mein Gott. Ist das wirklich eine gute Idee? Wir nähern uns mal von hier oben. Vielleicht sieht man sie dann hier schon. Oder sind das? Das ist doch hier Rotwild. Okay, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Hörst du? Panther. Ich höre gar nichts. Deine Sinne sind in meinen um Längen voraus. Ich muss mich auf deine verlassen. Also, das wird doch hier nicht gut enden. Wir schauen mal hier in dieser... Ah ja. Da haben wir doch welche. Bist du hier? Hier kannst du sie sehen. So, wie nah müssen wir jetzt? Graf? Wir sind da. Okay, warte mal, vielleicht reicht es, wenn ich hier... Oh, das ist eine Falle. Warum? Ach, die Panther sind in die Fallen gegangen, sehe ich das richtig? Verdammte Wilderer. Fallen. Offenbar wollten sie Bären fangen. Stattdessen ist ein Panther reingeraten. Schau, ein Junges. Hilfst du seiner Mutter? Ich versuche es. Sie muss erstmal beruhigt werden, sonst greift sie uns an. Sie befreist. Ein tolles Bild. Ja, wir können vielleicht die anderen erstmal entschärfen. Na, egal. Mal sehen, ob das klappt. Und da heißt es, Hexer wären herzlos. Das hier wird damit aufräumen. Der Parastisomat hat die Tiere verstört. Wir verschwinden besser. Ich kann Wilderei nicht leiden. Ich bin froh, dass du auch so tierlieb bist. Okay, dann geht's jetzt zum Lager des Riesentausendfüßlers. Du hast für einen Städter ja vielfältige Interessen. Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen. Wein, Natur, Gemälde. Das Leben eines Hexers ist sicher eintöniger. Bei allem Respekt. Das stimmt. Langweilig ist es aber nicht. Ich könnte mir nicht vorstellen, Tag ein, Tag aus mit den gleichen Kreaturen zu tun zu haben. Hast du eine Frau? Ja. Wieso fragst du? Nur so. Das war jetzt aber eine gemeine Bemerkung, Geralt. So. Wo haben wir die? Ich höre sie schon. Und das bedeutet, wir müssen tranktechnisch auch auf Gift vorbereitet sein. Psst. Hörst du? Sind das diese, Riesentausendfüßler. Leben unter der Erde in Tunneln. Machen ein bestimmtes Geräusch. Damit kann man sie finden. Aber
bin ich mal gespannt, ob das ohne Kampf jetzt hier vollstatten geht. Kaum vorstellbar. Auf diese Art haben wir die aber auch noch nicht verfolgt. Hatten wir hier nicht zuletzt auch den Kampf gegen diese? Hier hört man es ganz deutlich. Nee. Das Nest muss in der Nähe sein. Da sind wir. Also, dieser Aussichtspunkt taugt nicht. Hier kriege ich kein gutes Bild. Na schön. Suchen wir dir einen besseren Platz, der außerdem sicher ist. Tritt vorsichtig auf. Riesentausendfüßler spüren die geringsten Erschütterungen. Wenn sie aufwachen, sind sie sauber. Okay, ein Platz mit gutem Blick. Ich würde sagen, hier oben ist es sicher und er kann von oben schauen, ja. Hier scheint es recht sicher. Sicher vielleicht, aber man sieht ja nichts. Hm. Na gut, suchen wir weiter. Ach komm. Hier? Ganz schön riskant. Wie wäre es hier? Ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen nah? Gut, wir suchen einen anderen Platz. Ja, okay, hier oben ist es auch gut. Das gebe ich zu. Das ist der bessere Platz. Hier vielleicht? Der Abstand passt. Und das Licht ist auch nicht übel. Ja, das ist genau das Richtige. Perfekt. Kannst du sie rauslocken? Kurzen Moment. Ich muss nachdenken. Vibrationen. Ich muss den Boden erschüttern. Ich versuche es mit einer Bombe oder einem Zeichen. Und du, sieh dich vor und komm nicht näher. Können wir die Bombe nicht von hier oben werfen? Der ideale Tag zum Einfangen von Augenblicken. Ich danke dir. Das war einfach großartig. Jetzt können wir weiterziehen. Das war einfach toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein Anliegen. Ich will das Balzverhalten der örtlichen Faunen einfangen. Das wäre ganz wunderbar. In der Nähe soll es ein paar Exemplare geben. Wir können hingehen, aber ich würde nicht darauf zählen, dass wir sie beim Balzen beobachten können. Die Saison ist seit einem Monat vorbei. Oh nein, das ist schrecklich. Wie schade. Ich wollte doch so gerne sehen, wie sie ihre herrlichen Räder schlagen. Kannst du sie nicht irgendwie ermuntern? Oder herausfordern? Wie stellst du dir das vor? Womit sollte ich ein Rad schlagen? Mir wächst so schnell kein Pfauenschwanz. Ich dachte eher an Hexermagie. Angeblich kannst du niedere Kreaturen beeinflussen. Ja, ich kann es mal versuchen. Ich verspreche dir aber nichts. Herrlich, ich bin schon zufrieden. Ich weiß nicht genau, wo die Pfauen sind, aber ein Jäger hat mir die wahrscheinlichen Orte genannt. Ich markiere sie dir. Na schön, auf zu den Pfauen. Meine Güte, die nächste Markierung. Was für ein aufwendiger Auftrag. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, in die Gegend. Ah, das sind diese Pfade, die wir uns auch schon mal angeschaut haben. Da entlang. Ich frage mich, wieso Pfauen? Meine Tochter ist ganz vernarrt in sie. Es soll ein Mitbringsel werden. Na, mal sehen, ob wir Pfauen finden. Wir sind dicht dran. Halt die Augen offen. Ja, ich höre schon welche. Ah, hier haben wir eine Pfauenfeder.
Eine Rumpffeder mit Talg. Der Pfau hat sie neulich abgeworfen. Ich kann dem Talggeruch nachgehen, dann finde ich die Viecher. Ein Hexer in Aktion. Was für ein Anblick. Sehr schön. Wo ist die Geruchsspur? Hier. Hm, haben wir sie verloren? Nee, da führt sie uns hin. Meine Güte, das ist aber ganz schön hakenschlagend hier. Okay. Psst. Hörst du? Sie rufen einander. Fein. Dann ist es nicht mehr weit. Ah, ich sehe sie schon da hinten. Okay. So, nähern wir uns vorsichtig an. Oh, wie hinreißend. Wenn sie jetzt noch ein Rad schlügen. Mal sehen, was ich tun kann. Such dir einen guten Platz. Bereit! Wirke deine Magie, Hexer! Okay, die hauen ab. Ich weiß nicht, auf welche Entfernung das funktioniert. So also nicht. Ah! Sehr schön. Okay. Jawohl. Es klappt. Prima. Einen müssen wir noch kriegen. Hier war noch einer, ne? Nee. Da hinten. Ja. Genügt dies. Irgendwie nicht. Ah, die sollen drei gleichzeitig sollen wir haben, oder was? Oh, das wird ein Meisterwerk. Bitte lächeln. Cheese. Riesen Tausendfüßer! Oh nein! Verdammt! Wo kommt die her? Sie müssen uns verfolgt haben. Zurück! So, was müssen wir kämpfen? Ah, Geralt! Hilf mir! Ja! Oh Gott. Okay, wir brauchen Pirol. Geralt. Komm schon! Es ist vorbei. Puh, das war knapp. Ich glaube, mir reicht es für heute mit dem Abenteuer. Das war ja noch glimpflich. Was für ein herrliches Abenteuer. Hast du alles bekommen, was du wolltest? Ja. Dann sollten wir ins Lager zurückkehren. Hier habt ihr euren Herrn wieder. Gesund und munter. Wir danken dir, Meister. Seht ihr, Jungs? Da war doch nichts dabei. Danke, Hexer, dass du auf unseren lieben Grafen aufgepasst hast. Der Ausflug hat ihm ja richtig gut getan. Er ist wie ausgewechselt. Warte einen Moment hier, Geralt. Ich muss meine Börse holen, damit ich dich bezahlen kann. Was? Das ist eine komische Bemerkung. Wie haben die das jetzt gemeint? Wie ausgewechselt? Ging es ihm nicht gut? Davon hat er nichts gesagt, was? Seine Kleine, Clarissa heißt sie, ist vor 10 Jahren vom Pferd gefallen. Seitdem kann sie nicht mehr laufen. Davor war sie das Herz des Hauses. Sie hat jeden Winkel mit Freude erfüllt. Der Graf hat sie oft auf seine Ausflüge mitgenommen, weil auch sie Tiere so liebte. Jetzt bleiben ihr nur noch die Gemälde, die er von seinen Exkursionen mitbringt. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Es war ganz außerordentlich, dich in Aktion zu sehen. Es stimmt, was man über dich sagt. Es war keinesfalls übertrieben. Du bist diszipliniert, zuverlässig und verantwortungsvoll. Du wärst der ideale Geschäftspartner für mich. Zu schade, dass dich der Weinhandel nicht interessiert.
Vielleicht eines Tages. Deine Belohnung. Verwende sie klug. Danke. Ich hätte da noch ein weiteres Anliegen. In ein paar Tagen stelle ich meine Arbeiten aus, nur für Freunde. Es wäre schön, wenn du auch kämst. Na klar. Warum nicht, wenn ich in der Gegend bin? Wunderbar. Dann sehen wir uns bei mir. Ich bin bei einem Freund, solange ich in Toussaint bin, bei einem Dorf namens Francolard. Ich komme vorbei. Bis dann. Okay, also diese Geschichte mit seiner Tochter lässt ihn doch in einem ganz anderen Licht erscheinen. Doch kein so ein Spinner, wie ich zuerst dachte. Sehr schön. Gut, hat mir auch gefallen, dass am Ende wir wirklich die Tiere beobachtet haben und nicht bekämpft haben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Was haben wir hier? Das Hauptbuch. Lesen wir uns das kurz durch. Bestellung von Wein aus Tessin. Okay, Baron Arognoni, Meister Boivade, Fräulein Lucinda. Letzte Lieferung noch nicht bezahlt. Anmerkung, bringen eine zusätzliche Korbflasche Hervé Lucci für Meister Boivards Frau mit, als Dank für ihre Zaubersalbe für Clarissa. Anmerkung, wenn kein Pomino verfügbar ist, so ist auch Emorecce. Okay, alles klar. Gut, das scheint wirklich ein guter Mensch zu sein. Schön, dass wir ihm helfen konnten. Warte bis morgen Mittag und begib dich zum Picknick. Was ist das für eine Geschichte? Ist das das, was er meinte? Ah, Francolard, richtig. Okay, da ist die Ausstellung. Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt pünktlich da sein werden, weil wir werden hier nochmal aufbrechen und mit Jakob dem Holzfäller sprechen, etwas nördlich von uns, und dann noch diese Gegend erkunden. Diesen Bereich, würde ich sagen. Vielleicht hier mal kurz vorbeischauen. Wohl, was war das für eine Aktion? Weil hier nochmal ein Anschlagbrett ist. Ja, das werden wir auch noch machen. Und dann über dieses Örtchen zurück nach Corvo Bianco reisen. Das ist der Plan für den nächsten Tag. Also, bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.